Ja, wenn man sich diesen Vorplatz der Mainzer Stadtwerke heute anguckt und vergleicht das mit 2009, so sieht man doch deutliche Unterschiede. Und jetzt, 2021, sieht man einen wunderschönen begrünten Vorplatz, 150 Quadratmeter Fläche entsiegelt, anschließend begrünt. Es ist ein wirklich schöner Beitrag zur Artenvielfalt. Das Mikroklima hat sich deutlich verbessert mit dieser Maßnahme und es ist vor allen Dingen ein Anfang für uns, keine Eintagsfliege. Wir wollen weitere Flächen entsiegeln, anschließend begrünen und sind auf einem guten Weg. Ja, also die Begrünung hat verschiedene Aspekte. Einmal wird ja Fläche entsiegelt, das war die erste Maßnahme, die wichtig war. Dann wird sie schön gestaltet mit Blüten, das heißt, dass es dann auch, die Blüten sind gut für Insekten. Und das Weitere ist, wenn sie entsiegelt ist, ist es für die Wasserhaltung hervorragend, weil dann das ganze Regenwasser dort im Boden gehalten wird. Und bei wenig Niederschlag, den wir hier haben, ist es gut, alles Wasser zu halten und nicht abzuführen. Darüber hinaus haben wir den Effekt, dass wir eine andere klimatische Situation bekommen, eine andere kleinklimatische Situation, weil dann die Aufheizung der Fläche nicht so da ist. Und das ist in der Differenz zu dem, was in der Nachbarschaft ist, also zu den gepflasterten Flächen, ist das ein hoher Wert, relativ hoher Wert. Das ist natürlich nur kleinklimatisch zu sehen, also ein Mikroklima in diesem Bereich, nicht für die ganze Stadt. Aber man sieht, wenn man viele dieser Maßnahmen macht innerhalb der Stadt, dass man da schon einen größeren Effekt damit erzielen kann. Ja, als Ortsvorsteher der Mainzer Neustadt weiß ich, dass jeder Quadratmeter entsiegelte Fläche ein kostbares Gut und Mehrwert für unsere Neustadt hat. Und dann freut es einen, wenn man so eine schöne, grüne, blühende Fläche hier an dem Hauptgebäude, an der Rheinallee der Mainzer Stadtwerke vorfindet. Man freut sich an Blumen, man kriegt dadurch ein positives Empfinden und wir Mainzerinnen und Mainzer brauchen sowas und vor allen Dingen auch in unserer schönen Neustadt. Vielen lieben Dank für so eine tolle Fläche.